Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute, inshallah, machen wir weiter mit unserem Thema Nawaqid al-Islam, die Auslöser des Islam. Und heute, alhamdulillah, sind wir beim 8. Auslöser, wo Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab rahimahullah sagte: مضاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Das heißt, das Unterstützen und Helfen der Mushrikin gegen die Muslime. Das ist auch ein Naqid min Nawaqid al-Islam, ein Auslöser des Islam auch. Warum ist das heute zutage so ist? Weil unter Muslime sind auch viele Unwissenheit, Al-Jahl. Es gibt viele Leute, die denken, wenn die Kuffar helfen gegen die Muslime, dass die immer noch Muslime sind. Und die wissen nicht, dass die von Islam raus sind. لأنهم ما تعلموا weil die nichts gelernt haben und auch die haben nicht Al-Quran verstanden und die haben auch nicht Ahadith Muhammad صلى الله عليه وسلم auch nicht verstanden. Deshalb heute inshallah machen wir dieses Thema, damit wir etwas auch lernen. وهذا الناقض الثامن sehr sehr wichtig. Dieser Punkt ist richtig sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, heutzutage es gibt viele Heuchler, die mit dem Kuffar arbeiten und findest du ihn auch in der Moschee und er sagt auch Assalamu alaikum, lieber Bruder und die Sachen, was man auch kennt. Und wenn du mit ihm redest, der sagt, dass ich immer noch Muslim bin. Wie kann das sein, dass jemand schadet Muslime und denkt, dass er immer noch Muslim ist. فهذا ناقض كذلك يخرج المسلم عن دينه ويرتد. Das heißt, es ist noch schlimmer als einer, der Kafir war und einer, der Muslim war und ist Murtad geworden. Ein Murtad ist noch schlimmer als einer, der also Kafir war. والشيخ رحمه الله hat uns viele, viele Beweise, dass das eine Kuffer ist. Und hat uns auch ein paar Ayat gebracht, damit wir auch das richtig lernen und sicher sein, dass dieses Thema ist sehr, sehr wichtig ist. قال الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Und wer von euch sie zu Schutzherrn nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht leid. الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ضل المسلم إن الله عز وجل يعني يضله solange er keine Taube macht. Es gibt Leute, die haben die ihre Religion verkauft und sehr, sehr billig verkauft, für Dünne verkauft. Sogar für Sachen, die man nicht nehmen kann, auch verkauft. Sogar auch nur mit ein paar Wörtern, auch, die haben auch ihre Religion auch verkauft, damit sie mit anderen arbeiten. Schau mal, das ist ein klarer Ayah. الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنهم منهم. Das heißt, wenn einer der zu denen also ist oder schützt, der gehört auch denen. ومن مظاهر المشركين أو من ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين فقد تعدى أو تعرض لتهديد الله عز وجل. Das heißt, wenn einer der solche Sachen macht und Kuffar gegen die Muslime hilft, er wird eine gewaltige Strafe in Yawm al-Qiyamah bekommen. Allah Azza wa Jal wird ihn bestrafen. Qala Allah Azza wa Jal
وترى كثيرا منهم يسعون أو يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينالهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Das heißt, einer der mit denen arbeitet und denen auch hilft, damit er, die Muslime, also schadet, er wird in Yawm al-Qiyamah eine gewaltige Strafe bekommen. Und das wird reichen. Das heißt, wenn jemand solche Ayat oder solche Versen liest und denkt, dass er immer noch Muslim ist und denkt nicht, dass Allah Azza wa Jalla wird ihn bestraft, wie kann ein Mensch solche Sachen wissen und trotzdem er hilft und arbeitet mit also Al-Kuffar, die Muslime schaden. Und auch وجعل الله كذلك ذلك من خصال المنافقين. Das ist auch eine Eigenschaft der Heuchlerei. Jemand, der mit denen arbeitet. Und auch mit denen auch. Weil wenn du jemand diese als Schutz nimmst, das heißt, du liebst ihn. والحب في الله والقرب في الله أين هو؟ واستذا عاصم في الله والليبة في الله عز وجل is good find by momentan by viele Muslime nicht mehr obwohl Allah عز وجل قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سبحان الله قال الله عز وجل verkünde. Mal sagen dieses Wort verkünde heißt Bashir, das ist ein Boschra, ein Frohbotschaft normalerweise. Aber das ist eine Ironie für die Leute, die so sind, die Leute, die Heuchler sind. قال الله عز وجل verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird. Es wird eine richtige gewaltige Strafe bekommen jemand, der, wie gesagt, mit denen arbeitet. Denn Allah Azza wa Jal sarihun fi hada. Das heißt, solche Ayat brauchst du niemand, um dir das zu erklären. Wörter, also richtig klar. Thumma qala Allah Azza wa Jal, die Ungläubigen, anstatt die Gläubigen, also zu Schutz hernehmen, statt also, dass du einen Bruder zu dir nimmst und ihm schützt, also nimmst du anderen, die gegen uns sind. Allah Azza wa Jal, begehren sie, Macht bei ihnen zu finden. Das ist, was man auch jetzt erlebt. Dass viele Muslime, die suchen diese Irre, diese Izzah bei den Kuffar. Und die vergessen, dass Al-Izzah ist bei Allah Azza wa Jal. Wenn du Al-Izzah, diese Macht, also suchst, Wallahi, du kannst nur bei Allah Azza wa Jal finden. Und wenn du bei Allah Azza wa Jal findest, bekommst du auch von ihm diese Izzah. Warum? Weil du ein Muslim bist. Du musst immer stolz sein, dass du ein Muslim bist. Gewiss, alle Macht gehört Allah Azza wa Jal. Alle Macht gehört Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal, er hat uns erschaffen. Und er weiß genau, dass wir brauchen, Nicht, dass du bei einem Kafir zum Beispiel schleimst, damit du etwas bekommst. Und kann sein, dass du auch nicht bekommst, das ist das Problem. Und die meisten Leute, die mit dem Kuffar auch arbeiten, also zum Schluss, die schmeißen die wie Hunde weg. Wallahi so, subhanallah. وَجَعَلَ كَذَلِكَ حُكْمَ مَنْ يَتَوَلَّى الْمُشْرِكِينَ كَحُكْمِهِمْ. Das heißt, diese Urteile und diese Liebe, was du zu denen machst oder gibst, da bist du auch mit denen. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, wenn du einen liebst, du bist auch mit ihm in يوم القيامة. Und die Frage ist, wer lieben wir? من أحب قوما فهو منهم. ومن أحب شخصا فهو يحشر معه يوم القيامة كذلك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال كذلك المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. Wer liebst du? Du bist auch mit ihm in entweder im Paradies. Wenn du an Rasul sallallahu alaihi wa sallam liebst, dann bist du mit ihm im Paradies. Wenn du Fir'aun liebst, wenn du Al-Kufr auch liebst, was wird in in Jahannam, was wird da sein? Das werden nur die Kuffar, die richtig, also nicht Islam angenommen haben oder die Islam beleidigt haben
oder gegen Islam also gearbeitet haben und so weiter und so fort. حتى أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود. Meistens vergessen wir, dass nicht nur Juden, sondern auch Nasara. Weil die meisten sagen, dass die Juden gegen uns sind. Aber was ist mit Christen? Auch genauso. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Das heißt, Allah عز وجل sagt, wo ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schützenherren, sie sind einer des anderen Schutzherren. Das heißt, gegen wen? Gegen Muslime. Dass die arbeiten gegen Muslime. Aber die Schande ist, dass auch einer, der denkt, dass er auch Muslim ist und arbeitet mit denen gegen was? Gegen den Islam und gegen auch Muslime. Und dann findest du ihn, wie gesagt, in der Moschee. Kann sein, dass er auch in der ersten Reihe immer ist. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, muss man immer aufpassen, was man sagt, was man macht und mit wem auch sind wir hier. وكذلك جعل الله عز وجل موالاتهم سرا أو علانية. Ob du mit denen öffentlich arbeitest oder ob du mit denen also Geheimnis arbeitest, gleiche Urteil. Man weiß, es gibt viele Leute, die denken, wie gesagt, dass sie Muslime sind, sogar auch also sein Bart bis seine Bauchnabel. Aber die arbeiten mit dem Kuffar. Für was? Für 200-300 Euro. Für was? Damit er Aufenthalt bekommt. Für was? Damit er auch eine Pass bekommt. Das war's. Ba'a dunya. Ja? Ba'a dunya, subhanallah, bi'akhirat. Ba'a akhirat dunya. Hat seine Paradies verkauft für nichts. Wallahi, für nichts, für paar Euro. Und irgendwann, wie gesagt, die schmeißen die wie Hunden also auf die Straßen weg. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون. سبحان الله. هي قال الله عز وجل siehst du nicht, ja Rasulullah, siehst du nicht, jene, die heucheln, sie sagen zu ihren Brüdern, schau mal, ihren Brüdern, wer? Ahlul Kitab, Al-Nasara wal-Yahud, ihren Brüdern. Obwohl er denkt, dass er Muslim ist, aber Allah Azza wa Jalla hat ihn hier als Brüder von denen genannt. Qala Allah Azza wa Jalla, sie sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind, ja, von den Leuten der Schrift, also von den Leuten der Schrift, das heißt Ahlul Kitab, wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz gewiss mit euch fortziehen. Das heißt, wenn die etwas haben, die werden dir auch also helfen. Und wir werden niemals jemanden gegen euch gehorchen. Subhanallah. Wie kann sein, dass du ein Kafir gehorchst und du denkst, dass du, wie gesagt, ein Muslim bist. Thumma qala azza wa jalla. Und wenn die gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch auch ganz gewiss helfen. Die bringen die Asrar al-Muslimin, die Geheimnisse von Muslimen, die geben auch einfach weiter. Die sitzen auch mit dir, du denkst, dass er ein Bruder ist, aber alles, was gesagt wird, wird weitergeleitet. Sogar auch Fotos, Audios, alles möglich. Und nächstes Mal findest du ihn auch bei gleicher Sitzung mit Subhanallah. Ich weiß nicht, wie die solche Leute sind, ob die auch Herzen haben oder keine Herzen haben, Subhanallah. Die meisten Brüder, die im Gefängnis sind, sind nur durch solche Leute auch also in Gefängnisse auch gelandet, obwohl die Brüder gar nichts gemacht haben. Warum? Weil die anderen oder die Heuchler, die bringen Sachen, die unwahr sind, damit die Brüder in Gefahr auch bringen und auch in Gefängnis auch bringen. Deshalb, liebe Brüder, muss man immer aufpassen, wie gesagt, weil solche Leute, die haben kein Gewissen, die haben keinen Verstand. Und ich kann euch sagen, niemand, der keinen Islam hat, hat nichts. Obwohl er ein Leich, ich kann
Or is sagen, die ist nur ein Leiche. لأن النفاق يخرجك من الملة. النفاق الأكبر. Solange du mit dem Kuffar arbeitest und bringst du den Bruder von dir in Gefahr, dann sei 100%, dass du ein Munafiq bist. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه wenn ein Heuchler in Dunya war, in يوم القيامة Allah wird ihm zwei Zungen geben. Warum? Weil er mit dir mit einem Gesicht trifft und mit anderen Gesicht trifft. Und wenn du in يوم القيامة also einer, der mit zwei Zungen ist, فعلم, musst du wissen, dass er ein Heuchler in Dunya war. Möge Allah die vernichten. ثم الله أن الله عز وجل يعني قطع سائر الأعضاء لتوليهم. Das heißt, hier gibt es keinen Grund, oder ich meine, es gibt keine Entschuldigung, dass du sagst, ich habe nur mit denen so gearbeitet, damit ich das und das bekomme. Hier gibt es keine Entschuldigung. Solange du mit denen arbeitest, bist du ein Kafir. Gibt es keine einzige Entschuldigung. قطع سائر الأعضاء لتوليهم كحبط الدنيا أو الخوف منهم أو مداراتهم أو مداهنتهم أو خشية الدوائر. Das heißt, Leute, die nach Dunya suchen und irgendwann sagen, ja, ich habe das bekommen und ich habe nicht so gemeint, dass ich meinen Bruder auch also in Gefahr bringe, habe ich von den Kuffar das und das bekommen. Also, solange du nicht darüber machst, dass du wieder im Islam eintrittst, dann du hast keine Chance, dass du, also, wie gesagt, Paradies bekommst. Das Paradies bekommst, ja. Allah Azza wa Jalla يقول فطر الذين في قلوبهم مرض. طر الذين في قلوبهم مرض. Einer der Heuchler ist, der ist krank in seinem Herz. Das kann man auch so innen, hat Allah Azza wa Jalla auch so innen genannt. فطر الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحان الله. قال الله عز وجل Und du siehst, ja, und so siehst du diejenigen, die in deren Herzen Krankheit ist, sich ihre Wegen beeilen. Sie sagen, wir fürchten, dass uns eine Schicksalwindung also treffen wird. Was für Schicksalwindung, subhanallah. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Allah عز وجل hat hier also erschaffen, er weiß genau, was du, wie gesagt, was du brauchst. Ja? Nicht, dass du bei den Kuffar schleimst und kann sein, dass du diese Sachen, was du willst, bekommst, kann sein nicht. وهكذا قال الله عز وجل قال عز وجل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصلحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. سبحان الله قال الله عز وجل سنجمش aber vielleicht wird Allah den entscheidenden Sieg oder eine Anordnung von ihnen oder von ihm herbeibringen. Darum oder dann werden sie über das, was sie in ihrem Innersten geheim gehalten haben, Reue empfinden. Das heißt, kann sein, dass du das bekommst von diesem Kuffar, kann sein, dass du nicht bekommst. Und wenn du etwas brauchst, dann Allah Azza wa Jal يكفيك, reicht dir. Allah Azza wa Jal reicht dir. Und es gibt manche Leute, die sagen, wir haben das nur wegen Dunya gemacht. Ja, das ist auch ein Koffer. Auch wenn du wegen Dunya gemacht hast, das werden wir auch inshallah kommen, wegen des Hadith von dem Sahabi radiallahu anhu. وهنا يقول الله عز وجل ذلك بأنه مستحب الدنيا أو ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة أن الله لا يهدي القوم الكافرين. Das ist ein klare Sache, dass einer der Dunya will und will kein Akhira. Wie kann man das nicht ihn als Kafir nennen? Das ist ein Kafir, obwohl er Dunya will. وعمم كذلك النهي عن موالاة الكفار. Das heißt, auch wenn die das von deinen Eltern sehen oder von deiner Familie sehen, trotzdem darfst du die nicht also gegen Muslime helfen. Darf man das nicht machen? Das heißt, einer von deiner Familie oder einer von Al-Mushrikin oder einer von Ahl-Kitab oder einer, den du kennst,
darfst du ihm nicht helfen gegen die Muslime. Allah Azza wa Jalla يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هي ist ein allgemeine Sache. Also man darf also nicht mit den Kuffar, die Muslime, also arbeiten, auch wenn das von deiner Familie ist. لأن الإسلام أولى. Wie kann sein, dass du gegen deinen Bruder einen Kafir hilfst? Das akzeptiert nicht Allah Azza wa Jalla und auch akzeptiert Allah Rasulullah sallallahu alaihi auch nicht. وقال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم auch wenn das deine Eltern sind أو أبناءهم auch wenn deine Kinder sind أو إخوانهم auch wenn die deine Brüder sind أو عشيرتهم auch wenn das deine Frauen sind trotzdem darfst du nicht also die gegen Muslime helfen. وتوعد من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين إنهم لم يرتدع عن موالتهم وينجو عن مخالته. Das heißt, hier wenn jemand nicht also Tauba macht und nicht mehr solche Sachen macht, wie gesagt, Allah Azza wa Jalla wird ihm also bestrafen. Allah Azza wa Jalla يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا شاما إما لا تتخذ نمت ينش لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Wie kann sein, dass du die Mu'minin, die Brüder, in den Stich lässt und nimmst du anderen als Freunde oder als Awliya? هذا لا ينبغي. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Wie kann sein, dass du einen Bruder, sogar heutzutage, man hört, dass von, also manche Leute sagen, also für mich ein Kafir besser als ein Muslim. Weil der Muslim betrügt und das und das und das, ein Kafir betrügt nicht. Wie kann man das vergleichen zu haben? Egal wie der Muslim ist, der ist ein Muslim, der ist ein Bruder. Nimmst du nicht den Kafir, also gib ihm deinen Bruder nicht. وقال الله عز وجل كذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك wenn jemand von euch das macht فليس من الله في شيء der gehört nicht Allah عز وجل. Das heißt, er ist kein Muslim. Jemand, der nimmt die الكفار als أولياء und إلا أن تتقوا منهم تقات يحذركم الله نفسه يحذركم. Das heißt, Allah sagt, muss ihr aufpassen. Passt ihr auf, wenn ihr also in Yawm Qiyamah kommt. Passt ihr auf. Und Nusus, es gibt also viele Ayat und auch viele Ahadith darüber. Nur jemand, der das nicht lernen will. فهناك كثير وكثير من الآيات التي تتكلم عن هذا الموضوع. فالشيخ حمد بن عتيق يقول رحمه الله فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك. Es ist eine Pflicht, dass du nicht die Kuffar als Awliya nimmst. وأكد إجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat uns klare Texte also geschrieben, dass man nicht die Kuffar als Awliya nimmt. حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر. Das heißt, die meisten Beweise, dass man nicht die Kuffar als Awliya nimmt, die meisten Beweise nur über, dass man nicht die Kuffar als Awliya nimmt. وهذا, das gehört auch zum Tauhid. لأن الله عز وجل hat uns klare Texte, wie gesagt, also geschrieben und gesagt, damit man das nicht macht. فهذا قمة التوحيد. وقد وقع الجهل في هذا الباب. Das heißt, also viele Muslime, die unwissend sind, die sind bei diesem Thema richtig locker. Richtig locker. والتسامح فيه فأصبح اتباع الأهواء. Warum? Weil die meisten Muslime folgen nur ihre Ahwa, ihre Gelüste.
وملذات الدنيا وحب الرئاسة. Das eine auch, kann alles machen, damit nur als Präsident wird. Alles. Sogar, die können mit immer so alles machen und alles auch sagen, damit nur also als Muslim oder als Präsident wird. Genau, wenn jemand auch kommt, sag mal nach Europa und will arbeiten, okay? Und dann, der kommt mit einer Firma und sagt ihm diesem Chef, du kannst bei uns arbeiten, aber unter einer Bedingung. Er sagt, okay, was für Bedingung? Er sagt ihm, okay, dass du glaubst an diese drei, also Jesus, deine Mutter, wie heißen diese drei? Trinität. Ja, Trinität, ja. Und auf einmal sagt, okay, ich glaube daran. Das heißt, hat gesagt, خلاص. Fa'asbaha kafir. Jemand, der sagt zum Beispiel, also wenn du zum Christentum reinkommst, dann bekommst du alles. Du kannst auch bei uns auch arbeiten. Solange du sagst, okay, خلاص. Auch wenn du das nur als Spaß sagst, خلاص. Qulta, hast du gesagt. خلاص. Raus. Subhanallah. Man achtet nicht drauf. ثم ابن القيم رحمه الله قال قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم. ابن القيم sagt, الله عز وجل hat das beurteilt in seinem Buch. Und das ist أحسن كتاب. كتاب الله عز وجل, القرآن. Das heißt, hier sagt, wir brauchen keine Diskussion. Jemand, der mit den also Kuffar gegen Muslime arbeitet und nimmt die Kuffar als Awliya, فَهُوَ مِنْهُمْ, die gehört denen. Und Rasul Sassam قال, فَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Das ist auch ein klarer Hadith. ثم نأتي إلى auch ein zweiter Punkt, der auch richtig wichtig ist, weil es gibt manche Leute, die sagen, ich kann mit dem Kuffar arbeiten, aber es gibt zwei Teile oder zwei Meinungsverschiedenheit. Wenn das um Religion geht, dann der ist Kafir. Wenn das nur um Dunya geht, der ist kein nicht Kafir. Auch hier gestanden. Das heißt, wenn ich mit dem Kuffar gegen einen Muslim, damit ich nur Dunya bekomme, hier ist ich bin kein Kafir. Aber wenn ich mit dem Kuffar arbeite, damit ich Islam schade, hier bin ich ein Muslim. هذا قول الجهمية والمرجئة. Das ist keine richtige Aussage. Hat kein Asl. Gibt es keine einzige Quelle. Gibt es keine einzige Quelle. Die meisten, die das sagen, هم أهل البدع. والجهمية وكذلك المرجئة كذلك المرجئة فإن الإنسان لو أحب ظهور دين الكفار على المسلمين أو أبغض دين المسلمين ولو كان جالسا في المسجد سايس بندو الإسلام هست und du versteckst deinen Nifaq egal wo du sitzt auch wenn du in Moschee sitzt du bist ein Kafir die Plätze also spielen keine Rolle was Also welche Rolle spielen oder welche, was ist wichtig ist, dein Glauben. Es gibt Leute, die ihre Nifaq also verstecken, obwohl die in der Moschee sind, obwohl die jeden Tag auch beten. Was wird die ein Masjid nutzen? Gar nichts. Wichtig ist, was man sagt, was man glaubt. Einer, der mit den Kuffar arbeitet gegen Muslime, auch wenn er nur Dunya will, Auch wenn er also nicht denkt, dass er nicht die Muslime schadet, trotzdem. Die ist auch ein Kafir. Und Adilla, es gibt auch viele, viele Beweise. حيث أن الله عز وجل قال ومن يتوله أو ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Wenn einer von euch mit denen arbeitet und nimmt die als Aulia, die gehört ihr auch. Das ist eine klare Sache.
واعظم انواع التولي اعظم انواع التولي was das du mit den kuffar arbeitest kann sein dass du die geld gibst hilfst kann sein dass du auch nur ideen auch gibst kann sein dass du waffen auch gibst das heißt du hilfst kuffar gegen muslime kann sein dass du auch einen platz wo die muslime sind für die kuffar gibst damit die muslime auch schaden das heißt auch at-tawalli das heißt du bist auch mit denen du nimmst sie auch als awliya واعظم انواع التولي وقوف يعني من يقول عن نفسه انه مسلم في صفوف الكافرين ومناصره المشركين على الموحدين وفي احد القولين على الصحابه والتابعين صحيح الصحابه رضي الله عنهم auch also dass diese meinung gehabt لكن الله عز وجل hat die getadelt قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا والله أركسهم بما كسبوا زين جميز was ist mit euch dass hinsichtlich der Heuchler zwei Scharen gespaltet seid wodurch Allah sie wegen dessen was sie verdient haben umgekehrt hat subhanallah danach kam ein andere Aya هذه الآية في من أعلى كفار المسلمين diese Aya ist extra für die also einer der Kuffar hilft وهذا قول wer hat diese Aya erklärt Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه sagte حيث توقف واختلف الصحابة في تكفيرهم da haben also bevor diese Aya kam da haben auch Meinung verschiedenheit gehabt الصحابة رضي الله عنه dann kam wieder eine andere Aya wo Allah عز وجل sagt أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا في سورة النساء قال الله عز وجل Wollt ihr denen recht leiten, wenn Allah in die Irre gehen lässt, wenn aber Allah die Irre lässt, für den wirst du dir keinen Weg finden. سبحان الله. Das heißt, ومن أضل الله فلن تجد له سبيلا. Wenn eine Allah in Irre geleitet hat, also meisten, die werden in die Irre auch landen. وقد تكلم كذلك الله عز وجل في قوم خرجوا عن الإسلام بسبب الدنيا. Das heißt, die Leute, die sagen, wenn einer die Kuffar wegen Dunya hilft, die ist kein Kafir. Doch, die ist auch ein Kafir. Es gibt auch ein Aya, wo Allah عز وجل auch sagt, einer, der für Dunya etwas macht gegen Muslime, mit Kuffar, die ist auch ein Kafir. Für Surat Al-Nahl. Man weiß, dass jemand mit Zwang also Kuffar ausgesprochen hat, hier ist als Ausnahme. Kama waqa li Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Ammar ibn Yasir hat auch Al-Kuffar ausgesprochen. Lakinna qalbahu kana mutma'innan bil iman. Das heißt, er hat diese Ruhe von dem Glauben gehabt. Obwohl Rasulullah s.a.w. kam zu ihm und sagte ihm, Ammar ibn Yasir, ja Rasulullah, ich habe Al-Kufr ausgesprochen. Faqalahu, hal qalbuka mutma'innun bil iman? Das heißt, was findest du immer diese Glauben, was du hast in deinem Herz? Sagte ihm, na'am ja, Rasulullah. Faqala fa'in adu fa'ud, wenn die nochmal zu dir kommen, du darfst nochmal auch das aussprechen. Warum? Weil das mit Zwang ist. Das war nicht freiwillig. ثم قال الله عز وجل قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Das heißt, einer der also freiwillig das ausspricht oder damit er Dunya bekommt oder damit er also die Kuffar zufriedenstellt, in diesem Fall هذا كفر يقع هذا كفر ثم أتم الله عز وجل الآية nach diesem آية kam wieder eine andere آية قال الله عز وجل فيها ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون Also von 106 bis 108
صورة النحل. قال الله عز وجل ديز فيت زاين فيت زيتاس تي زايتي دي ليبن ما ليبن als das jenseits und weil Allah das ungläubige Volk nicht recht leitet. Das heißt, diese Leute wegen Dunya sind Kuffar geworden. Die wollen Dunya haben. Das heißt, hier auch der nach Dunya sucht, um also die Muslime zu schaden, der ist auch ein Kafir geworden, Murtaddun geworden, sogar subhanallah. هذا مثلا إذا أراد diese Beispiele haben wir auch gesagt, dass einer der kommt und will bei jemand anderem also arbeiten und dieser Chef sagt ihm, dass du Al-Kufr aussprichst und hat ausgesprochen, خلاص. Auch wenn er sagt, nein, nein. Weil, warum? Weil der ist nicht unter Zwang. Ja, der ist freiwillig, hat das ausgesprochen. والله عز وجل يقول ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Das heißt, Surat Tuba Nummer 74, aber sie haben ja das Wort des Unglaubens gesagt und sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, unglaublich geworden. Subhanallah, unglaublich geworden, weil die waren Muslime. Aber mit einem Wort, die das, also dich vom Islam rausbringt, reicht. Subhanallah. فالجهمية، das heißt also die, wer nimmt diese Meinung الجهمية الذين يتبعون هذا المذهب الضال كما ورد في قصة حاطب ابن بلتعة رضي الله عنه إذا حديث الصحابة رضي الله عنهم hat etwas geschrieben, einen Brief geschrieben von المدينة und sagt zu den Kuffar, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم er will das und das und das machen. Aber die Gelehrten von Hadithen, die haben diese Hadith subhanallah richtig erklärt, dass das kein Kuffer von ihm war. Warum? Warum das nicht Kuffer von ihm war? Erstens, dass diese Hadith gegen Leute, die sagen, wenn du mit den Kuffar arbeitest, du bist kein Kafir. Gegen die Subhanallah. Aber was war die Geschichte von Hatib ibn Balta? يعني أن الذي das heißt, einer der mit Abu Jahl arbeitet oder mit Abu Lahab arbeitet, das heißt, okay, kann man ihm auch sagen, dass er kein Kafir ist. Doch, es ist Gegenteil. Es ist ein Kafir. Hatib رضي الله عنه كان صحابيا والصحابة عدول لجن نشت وكان كذلك من شهد بدر تبعت auch also bei dieser Schlacht von Badr teilgenommen und Rasul صلى الله عليه وسلم sagte wegen dieser Sahaba alle Sahaba die in Badr teilgenommen haben die werden ins Paradies reinkommen ohne Ausnahme keine Bedrien كان بدريا ووقع اختلاف بين العلماء لما صدر منه هذا الفعل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم das heißt الرسول صلى الله عليه وسلم als عمر بن الخطاب ihm sagte دعني lass mich أضرب عنق هذا المنافق lass mich ich werde den Kopf von diesem Heuchler abhaken andere رواية von diesem Kafir sogar abhaken. الرسول صلى الله عليه وسلم hat nicht ihm gesagt, warum hast du ihm Kafir gesagt? Warum hast du ihm auch Heuchler gesagt? Nein. Weil الحكم ist so. لكن حاتم رضي الله عنه was war seine Absicht? Sein Absicht war erstens قال حاتم رضي الله عنه يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا ich habe das nicht gemacht damit ich kafir werde ولا ارتدادا عن دين الاسلام ich wollte auch also kein murtad werden ولا رضا بالكفر das heißt ich bin nicht mit dem kufar zufrieden
Ich bin nicht mit Kuffar zufrieden. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sadaqakum. Er hat die Wahrheit gesprochen. Das heißt, die Gelehrten sagen, Rasul sallallahu alaihi wasallam der war für ihn als Zeuge. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam, er weiß genau, was er auch gesagt hat. Denn Rasul sallallahu alaihi wasallam bekommt Offenbarung, dass er die Wahrheit gesagt hat. Der hasst nicht Muslime, der hasst die Kuffar und er will auch nicht Murtad werden. Er hat das also gemacht, obwohl er selber gesagt hat, inni a'lamu anna Allah azza wa jalla nasirun rasulahu. Ich weiß genau, dass Allah azza wa jalla, er wird seinen Gesandten helfen, um zu siegen. Das weiß ich genau. Das heißt, erstens Hatib, er weiß genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100% er wird siegen. Er wird gewinnen. Sonst er wird das nicht machen. Weil die Gelehrten haben gesagt, nur von diesem Qaul, von Hatib radiallahu anhu, dass er kein Kafir ist, dass er gesagt hat, ich weiß genau, dass Allah azza wa jalla, er wird sein Gesandte helfen, um zu siegen. وكذلك عمر بن الخطاب قال للرسول صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنقه lass mich das ich also seinen Kopf abhaken وفي رواية وفي andere رواية lass mich diese كافر damit ich ihm also seinen Kopf abhaken فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا الامر وانما دفع عليه بعلته فقال له انه تئس انه قد شهد بدرا اسف البدريين اس ابي بدر تاجنهم وما يدريك لعل الله طلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم الله عز وجل hat ihm gesagt wer sagt hier Bescheid dass Allah azza wa jalla auch sagte dass alle Bedriyin die werden ins Paradies kommen macht ihr was ihr wollt فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لخصوصية حاتم das heißt حاتم رضي الله عنه Er hat nicht hier die Kuffar geholfen, damit er Islam schadet, damit er auch also nicht kafir wird, sondern er weiß genau, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wird, also gewonnen. فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الَّذِي قَامَ بِهِ لَا يُرِيدُ بِهِ هَزِيمَةَ إِسْرَائِيلَ Er wollte auch nicht, dass die Muslime auch also Schaden oder Verlust haben. لكنه اقتحم بثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي فعل هذا ويريد أين ذات Beispiel mit Kuffar arbeitet Dunya zu bekommen oder Muslime zu schaden فحكمه أنه كافر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم